willkommen Leute zurück hier. Und wir gehen weiter auf die Suche nach so gut wie allem eigentlich. Wir brauchen ja irgendwie noch Hunde, wir brauchen noch Spinnenaugen, wir brauchen noch Katzen, wir brauchen einfach alles. Alles brauchen wir. Wenn ich hier jetzt natürlich nochmal eine Pyramide mit Diamanten finden würde, wäre das natürlich auch gut. Und ich sollte vielleicht durch den Wald laufen, weil da immer Pilze sein können. Pilze brauchen wir auch. Oder ich weiß gar nicht, ob im normalen Wald Pilze wachsen. Aber ich glaube doch schon. Also zumindest wäre es logisch. Ist ja so sonst auch. Oh, da ist noch jede Menge Zuckerrohr. Das kann ich eigentlich auch gleich mal mitnehmen, weil nur Leder bringt mir wiederum auch nichts. Bevor ich da Ewigkeiten warte, bis Zuckerrohr gewachsen ist. Kann ich hier auch gleich so ein bisschen abfarmen. Wenn ich in der Folge, in der Session hier nicht mehr zurückkomme, dann werde ich mir, glaube ich, aufschreiben, dass 400, 500 die Koordinaten waren. Weil sonst finde ich ihn nie wieder zurück. Ich muss dauernd was essen. Ich hasse es, dass meine 1,7 so schnell Essen verliert. So, wie sieht's hier aus? Gibt's hier irgendwas in der Wüste? Weil nach Diamanten kann man natürlich immer suchen, wenn man gerade zufällig da ist. Und hier können ja durchaus Diamanten irgendwo sein. Beziehungsweise ein Skelett spawnen wir zum Beispiel ja auch schon golden. Oh, hier. Von der Nutzbarkeit. Aber es sieht schlecht aus. Sieht sogar sehr schlecht aus hier. Viele Gebirge, allerdings nichts davon brauche ich. Hier sonst auch nichts. Nee. Ich sollte mir vielleicht demnächst mal ein Schwein anlegen, auf dem ich dann reiten kann. Weil irgendwie sollte man das Feature ja auch irgendwie mal nutzen. Obwohl es meistens ziemlich schwachsinnig ist. Weil ich blicke jetzt zum Beispiel nicht, wie ich hier wirklich mit dem Schwein vorwärts kommen sollte, aber okay. Manche Leute können es ja benutzen, für die ist es ja sinnvoll. Hier sind wieder nur Schweinchen. Aber ich habe meinen Sattel nicht dabei. Nee. Keine Pyramide irgendwo am Horizont. Das sieht schlecht aus alles. Da hinten auch nicht. Okay. Stimmt, es sind hier schon Pyramiden, aber naja. Ich kann ja nicht immer alles finden. Schweine, Hühnchen. Hühnchen sind natürlich gut. Pfeile brauche ich. Dann noch mehr Schweine. Also mehr Schweine, nicht mehr Schweine. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Und da hinten ist mal wieder gar nichts. Geil. Oh ja. Weiteres Ziel abgeschlossen. Eins. Pferd? Durch was pflanzt du dich fort? Möchtest du eine Möhre? Hey, ich... Nein, ich hab dem... Liebt euch? Fragezeichen? Scheiß Viecher. Ich glaube, ich muss den Äpfel geben. Okay, so viel zum Thema Vorbereitung hier. Ich habe auch keinen Sattel, damit ich mir eins von denen holen könnte. Ja, dämlich. Daran hätte ich aber wenigstens doch denken können, oder? Aber ich merke mir zumindest mal den Ort hier vor. Werde ich wahrscheinlich eh nie wiederfinden, aber egal. Denn diese Kühe bedeutet wenigstens mehr Leder. Mehr Leder ist gut. Bin ich zumindest mal auf eine Art und Weise meinem Ziel näher. Das ist ein Wüstenbrunnen. Die haben zwar irgendwie keinen Sinn und sehen nur schön aus, aber egal. Ich habe mich damals schon so voll gefragt, dass die rauskommen sind. Ich habe es nicht und ich habe mich damals noch nicht so gut informiert, was so die Minecraft-Updates und sowas angeht. Da habe ich mich so gewundert, was das ist und habe so gedacht, boah, das ist bestimmt voll was Besonderes. Und dann schaue ich mal so nach. Ja, dieser Brunnen wird manchmal in Wüsten generiert. Wow, sehr sinnvoll. Allerdings sieht es ja auch immer irgendwie in der Nähe von Dörfern, aber eigentlich stimmt das nicht. Leider. Eher im Gegenteil, irgendwie immer wenn ich so einen komischen Brunnen sehe, dann ist irgendwie meilenweit entfernt kein Dorf. Was ich ziemlich dämlich finde. Aber okay. Ach Gott, dieses dauernde Essen nervt einen echt. 36 Leder habe ich jetzt schon. Das sind schon mal 12 Bücher. Fehlen nur noch 3, also 9 Leder. Kann ich mich eigentlich mal auf dem Rückweg machen mit, und ich sollte wirklich Zuckerrohr farmen auch. In so mehr Kühe, sehr schön.
Wird schon irgendwie passen hier vom Zuckerrohr her. Ich brauche für ein Buch 3 Zuckerrohr, glaube ich. Ja doch. Das heißt für ein Bücherregal 9 Zuckerrohr. 9 mal 15 sind viele. Sehr, sehr viele. Zu viele. Egal, muss ich irgendwie hinkriegen. So. Krittet. Es wird bald Nacht. Allerdings habe ich ja mein Bett nicht dabei, in weiser Voraussicht. Ich habe mich echt perfekt vorbereitet auf diese Reise. Muss ich schon sagen hier, aber wird schon, wird schon. Kann ich nochmal ein paar Monster-Schnetzeln gehen in der Nacht, beziehungsweise ich habe... Ja, ich mache mir mal lieber noch ein paar Steinschwerter zur Sicherheit. Ja, geil. So, so, so. Okay, das kommt dann mal dahin, dann kommen die Schneebälle mal dahin und das Teil nehme ich mal mit. Ich werde, sobald wir irgendwie in, hier in 45, der brauche ich noch, genau. Also sobald wir immer hier ins Ende gehen, werde ich meine Basis in ein Schneegebiet verlagern. Das heißt, die ganzen Schneebälle kann ich auch da anholen. Und wir begeben uns hier mal weiter Richtung in welche Richtung rennen wir überhaupt? Ja doch, Norden. In der Hoffnung, dass in diesem Gebiet hier nicht allzu viele Monster spawnen werden bei Nacht. Die Hoffnung wird aber ewig zunichte gemacht. Und davon ist schon wieder Wüste. Ich werde gleich durch Monsterhorden schon wieder durchlaufen müssen. Das hasse ich so ein bisschen an der Wüste. Wenn man da nicht perfekt equipped ist, dann ist man ziemlich am Arsch. Ziemlich am Arsch meine ich ziemlich am Arsch. Was ist das? Achso, das Zuckerrohr. Ich habe mir gerade gedacht, das sah irgendwie aus wie so die Wolle von der Pyramide, die irgendwie einfach so im Berg drin klebt. Aber nee, war nur Zuckerrohr. Ich bin nur wieder blind. So, Zuckerrohr. Sehr schön. Ganze Zuckerrohr-Armee will ich mir zusammenstellen hier. Das ist ganz gut in Wüsten, dass man da immer so viel Zuckerrohr findet. 49 Zuckerrohr habe ich. Ich brauche 9 mal... 9 mal 15 habe ich gesagt, aber... paar... Aua. Aua. Also irgendwie 90 irgendwas. Vernichtender Schlag. So. Dann spießen sich jede Menge Spinnen und Kakteen auf. Oh nein, ich weiß, dass die Mehrzahl von Kaktus Kakteen sind und nicht Kaktussen. Was ziemlich dämlich wäre. Oder Kaktusse eigentlich, ja, sagen viele. Ich renne im Kreis um den Zombie rum und der Zombie versteht das nicht. Der ist so dumm, der weiß auch nicht genau, was der ist. Wie sieht's da hinten aus? Endermänner, einen von beiden kann ich anschauen. Schnell in die Nähe vom Wasser gehen. Alter, 3 Endermänner. What's up? Ja, der traut sich nicht übers Wasser oder was? Oh ja, Spinnenauge, sehr geil. Okay, haben wir das auch mal. Hallo? Bist du eigentlich echt so ein Schisser? Nein, nicht in... Oh. Aua! Hinten kommt eine Witch an. Die Folge ist vor allem auch bald vorbei, was mir am meisten Sorgen macht, ehrlich gesagt. Oh, ich habe 2 neue Nachrichten. Skype sollte ich bei Gelegenheit mal schauen. Mit der Witch lege ich mich nicht an, solange so viele Gegner in der Nähe sind. Ja, ich habe noch 5 Minuten. Solange kann die Skype-Nachricht dann auch noch warten. So, wie sieht's hier oben aus? Irgendwas Interessantes? Nee, irgendwie nicht. Außer ein Creeper. So, habe ich auch weggeschnetzelt. Sieht alles irgendwie ziemlich safe aus, würde ich sagen. Well, nicht runterspringen, mein Minecraft-Männchen, das ist blöd. Leuchtet irgendwas? Wird wahrscheinlich irgendein Lavasee sein. Ja, genau, ist ein Lavasee. Laufe ich noch nach Norden? Nee, Norden ist da. Ich sollte schon in eine Richtung laufen. Hui, den hat's vom Berg herunter.
Destroyed. So. Ich würde mal mein Fleisch probieren, hier ausgehen. Da mache ich mir ehrlich gesagt schon ziemlich große Sorgen drum. 41 ist zwar immer noch eine Menge, aber es wird halt auch nicht ewig reichen. Hi. Warum kämpfe ich eigentlich mit dem hier die ganze Zeit? Das ist eigentlich blöd, weil der gibt mir Eisenschwerten kaputt. Soll ich bei schwierigeren Gegner nehmen? Du Heilige. Oh Gott, das wird böse enden. Ja! Ah, geil. Okay, die machen sich gegenseitig fertig. Dann hol ich mir den Zombie. Okay. Skelett ist gemetzelt. Das auch. Sehr schön. Extra Pfeile und alles. Nochmal ein paar Knochen. Längst habe ich das Gefühl, ich werde eh niemals einen Wald finden, wo Hunde sind. Also brauche ich die Knochen eh nicht. Geronimo. Ewigkeiten brauchen wir für diese scheiß Skelette. Aber ich habe halt meine 30 Level zusammen. Da ich auch bald meine 30 Bücherregale zusammen habe, bin ich eigentlich recht froh. Oh! Oh, weißt du was, erschrecke ich mich voll. Das Gute war, dass ich ja eh Explosionsschutz hatte durch meinen Helm. Muss mich erstmal auf einen Zombies hier in Acht nehmen. Aber mein Helm ist glaube ich schon ziemlich, ja, der ist ziemlich demoliert schon. Dann ist noch eine Witch, aber die brauche ich jetzt nicht. Weil fermentierte Spinneneier kann ich mir demnächst auch dann selbst herstellen. Aua. Aua. Aber für solche Gelegenheiten fände ich dann doch hier geschützt. Ach, ich habe vergessen, wie es heißt. Halt schutzsicher, genau so rum war es. Fände ich bei solchen Situationen recht praktisch. So, wie sieht's denn aus? Eine Ebene mit Pferden, bei denen ich immer noch nicht weiß, wie man sie weiter pflanzt. Ja doch, weiter. Nee, fortpflanzt, meine ich nicht weiter pflanzt. Das wäre etwas merkwürdig. Ich nehme das Pferd und pflanze es woanders hin. So, heilige Scheiße, was geht denn bei euch ab? Skelette. Ja genau, schießt euch gegenseitig ab. Das wollte ich eigentlich auch. Ich gehe jetzt mal auf das Stärkere. So, und du verträgst eh nur noch, glaube ich, einen Hit oder sowas. Genau. Sehr schön. Taktisch klug. Oh, da hinten ist ein Dorf. Sehr geil. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Genau das. Werde ich mich auch nachher gleich mal auf den Rückweg begeben. Aua. Aua. Skelette im Wasser sind scheiße. Aua. Skelette an Land, während man selbst im Wasser sind, ist noch viel dämlicher. Aua. Okay, der Creeper ist wenigstens weggeboostet. Oh geil, Mini-Zombie. Oh ja, süß. Kann es irgendwie sein, dass der Mini-Zombie im Gras festgehangen ist? Oh, Alter. Scheiß Viecher brauchen immer viel zu lange. Okay, schauen wir uns noch kurz das Dorf an. Sieht ganz geil aus da hinten. Und ja, ich würde sagen, das Dorf schauen wir uns dann gleich in der nächsten Folge an, weil 14 Minuten sind jetzt gleich rum und ich mache jetzt mal ein bisschen kürzer, weil die einen waren, glaube ich, ein bisschen zu lang. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!